17.500 kamen am Montagabend auf den Betzenberg und sollten ein Spektakel erleben. Den besseren Start erwischen aber die Kölner. Lautern nach noch nicht mal 10 Minuten zum ersten Mal richtig in Bedrängnis und schon hinten. Ein denkbar unglücklicher Start für die Pfälzer und Fortuna Köln bleibt weiter am Drücker. Eine eigentlich ungefährliche Flanke, aber was macht Sievers? 0:2 nach 31 Minuten. Warum der FCK-Schlussmann hier rauskommt, weiß er wahrscheinlich selbst nicht. FCK-Trainer Fronzek sichtlich bedient. Aber seine Mannschaft zeigt die Lauterer Tugenden und kämpft. Hemlein lässt schön durch und Timmy Thiele trifft. Der Anschlusstreffer, so wichtig fürs angekratzte Pfälzer Selbstbewusstsein. Ein Weckruf, denn jetzt spielt nur noch der FCK. Ecke zuck, Kopfball Kraus und Biada staubt ab. Der Ausgleich, 2:2 und es sind gerade mal 44 Minuten gespielt. Eine verrückte Partie, die in Hälfte 2 genauso weitergeht. Lauterns Gottwald tritt Jeboa auf der 16er-Linie auf den Fuß. Strafstoß für Köln. Hartmann rutscht weg. Dieses Spiel ist nichts für schwache Nerven. Dann nochmal Freistoß für Lautern. Bergmann läuft an. Traumtor. Das 3:2 in der 88. Minute. Und noch immer ist nicht Schluss. Nochmal Ecke für Köln. Jan-Ole Sievers rutscht der Ball durch die Finger. Und Uafero zum 3:3 Endstand. Unfassbar. Wieder kein Sieg für bitter enttäuschte Lautern.